Die Staatsanwaltschaft in Istanbul hat die Freilassung der deutschen Journalistin Mesale Tolu und der 5 weiteren inhaftierten Angeklagten gefordert. Demonstration für die Freilassung von Mesale Tolu. Quelle: Stefan Puchner, deutsche Presseagentur. Auch Tolu selbst verlangte ihre Freilassung und einen Freispruch. Sie sagte laut der linken Bundestagsabgeordnete Heike Hensel vor Gericht, sie sitze in Haft, weil sie ihre Arbeit als Journalistin gemacht habe. Eine Entscheidung des Richters über den Antrag steht noch aus. Ein Klick für den Datenschutz. Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Drittanbietern nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server, Facebook, Google, Instagram, Twitter, etc. übertragen. Über den Datenschutz dieser Anbieter können Sie sich auf den jeweiligen Seiten informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in einem ZDF-Cookie. Diese Zustimmung können Sie in den Einstellungen unter Mein ZDF jederzeit widerrufen. Näheres dazu erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. SOCIAL Media Inhalte anzeigen, DEW Class gleich TV Rap Block Quote Class gleich Twitter Tweet Data Lang gleich der Arif gleich HTTPS Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich TVITer.com Schrägstrich Heike Hensel Schrägstrich Status Slash A Slash Block Quote Slash DEW Vorwurf der Mitgliedschaft in Terrororganisation Mesale Tolu und 17 türkischen Angeklagten wird Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Dabei soll es sich um die linksextreme MLKP handeln, die in der Türkei als Terrororganisation gilt und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Bei einer Verurteilung drohen Tolu 15 Jahre Haft. Bereits zum Auftakt ihres Prozesses im Oktober hatte sie die gegen sie erhobenen Terrorismusvorwürfe klar zurückgewiesen. Tolu war Ende April festgenommen worden und sitzt im Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy hinter Gittern. Zeitweise war auch ihr kleiner Sohn